In diesem Video zeige ich dir, wie du ein kleines Minecraft 3x3 Anfängerhaus bauen kannst. Im ersten Schritt graben wir dafür eine Fläche von 3x3 Blöcken aus und diese Fläche wird jetzt mit Bruchstein gefüllt. Im nächsten Schritt nehmen wir uns hier einen Holzstamm und dann tun wir hier jeweils an zwei Ecken jeweils 2x2 Blöcke hochsetzen. Dann brauchen wir einmal hier eine Treppe, ich nehme jetzt hier eine Eichenholztreppe und die setzen wir jetzt von außen hier so dran, dass sie hier so nach außen zeigt. Dann setzen wir hier noch eine Glasscheibe oben drauf. Im nächsten Schritt brauchen wir zweimal eine Werkbank, zweimal einen Ofen, zwei Truhen und ein Bett. Links können wir dann jetzt hier das Bett setzen. Dann setzen wir hier rechts zweimal den Ofen hin. In die Mitte kommt dann die Werkbank. Und oben müssen wir dann die Truhe draufsetzen. Hier müssen wir jetzt darauf achten, dass wir hier so in die Knie gehen. Also dass wir dabei sneaken. Wenn ihr Shift auf eure Tastatur drückt, dann könnt ihr sneaken. Dann könnt ihr die Truhe draufsetzen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann öffnet ihr den Ofen damit. Deswegen auf jeden Fall dabei sneaken. Und dann setzen wir hier zweimal eine Truhe drauf. Hier müssen wir jetzt darauf achten, dass wir hier auf die Truhe auch draufklicken, dass sie sich dabei verbinden. Wenn ihr nämlich jetzt einfach so auf den zweiten Ofen nochmal was draufsetzt, dann verbinden sie sich nicht. Also damit es jetzt hier eine Doppeltruhe wird, auf jeden Fall die Truhe hier anklicken und nicht den Ofen. Und dann verbinden sie sich auch ganz automatisch. Im nächsten Schritt platzieren wir jetzt hier als Dach eine 3x3 Fläche Erde. Den mittleren Block machen wir jetzt hier wieder frei und setzen hier eine Bruchsteinstufe rein. Da müssen wir darauf achten, dass wir den unteren Teil des Blocks auf jeden Fall anklicken, damit es hier unten platziert wird. Und danach nehmen wir unseren Wassereimer und setzen hier einmal den Wassereimer drauf. Das Dach können wir jetzt nämlich hier ganz einfach als Feld mit benutzen. Im nächsten Schritt graben wir dann einmal hier das Feld um. Und hier können wir jetzt Weizenkörner, Karotten oder Kartoffeln anpflanzen. Die platziere ich jetzt einfach mal hier rein. Und so benutzen wir ganz einfach das Dach als Farm mit. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt eine Tür, 21 Holzfalltüren und 8 mal eine Leiter. Die Tür setzt jetzt einfach hier rechts neben das Bett. Ich habe jetzt hier eine Fichtenholztür genommen. Ihr könnt natürlich auch jede andere Tür benutzen. Genauso wie ich hier Eichenholzfalltüren benutzt habe. Ihr könnt natürlich hier auch andere Falltüren benutzen. Aber ich finde, Eichenholzfalltüren sehen am besten aus. Deswegen benutze ich die. Und bei den Erdeblöcken gehen wir jetzt einmal hier komplett rum. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann klicken wir die einmal hier komplett um. Hier links und rechts setzen wir jetzt auch einmal eine Falltür nochmal. Hier müssen wir jetzt wieder darauf achten, dass wir die gesneakt anklicken. Sonst klicken wir nämlich die Falltüren um. Deswegen auf jeden Fall einmal sneaken. Dann erst hier die Falltür anklicken. Bei den Holzstämmen setzen wir jetzt jeweils hier eine Leiter hin. So können wir dann jetzt von allen Seiten hier auf das Dach gehen. Und dann hier das Weizen bzw. die Karotten oder Kartoffeln ernten. Dann auf die letzte Wand natürlich auch nochmal Falltüren setzen. Hier wieder darauf achten, dass ihr sneakt, nicht dass ihr den Ofen anklickt. Also beim Platzieren gesneakt sein. Und wenn ihr die zuklappen wollt, dann dürft ihr nicht gesneakt sein. Dann nehmen wir uns jetzt noch eine Fackel. Die können wir dann hier links noch rein platzieren, damit wir auch Licht haben. Und wenn wir jetzt einmal hier die Tür zumachen, dann sehen wir haben das Allernötigste. Also wir haben ein Bett, eine Werkbank, zweimal einen Ofen und eine Truhe. Vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren für mehr Minecraft-Content. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne im Video einen Daumen nach oben da. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare, da helfe ich dir dann gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.